Servus Leute, was geht ab? Hier ist Theodelos und ich zeige euch heute einen Glitch, in dem ihr unendliche Runden machen könnt und dazu God Mode und unendlich Munition habt. Das Geile an dem Glitch ist hier, dass es komplett AFK funktioniert. Das bedeutet, ihr könnt schlafen gehen und für euch werden automatisch die Runden erspielt. Um den Glitch jetzt zu machen, brauchen wir als erstes den God Mode. Dazu bitten wir einen Freund, dass er mit uns in die Lobby kommt, starten das Spiel und schalten dann als erstes den Strom an. Wenn ihr den Strom angeschaltet habt, dann kauft ihr euch jetzt das Grabstein-Perk, lasst euch down gehen und sagt eurem Kollegen, dass er sich um den letzten Zombie kümmern soll. Ihr wartet in der Zeit, bis der rote Balken fast komplett weg ist und sucht euch dann eine Sprungplattform. Wenn nur noch ein kleines Stückchen von dem Balken übrig ist, dann fangt ihr jetzt an, Viereck zu spammen und macht das Ganze so lang, bis ihr eurem Freund zuguckt. Wenn ihr jetzt schnell genug Viereck gespammt habt, dann sollte alles geklappt haben und ihr habt, wenn ihr wieder gespawnt werdet, God Mode. Sagt aber vorher erst eurem Kollegen, dass er sich in den Hof teleportieren soll, so dass ihr auch dort wieder gespawnt werdet. Ihr könnt ihm jetzt Bescheid sagen, dass er die Party verlassen kann und ihr macht jetzt weiter. Aktuell könnt ihr den Teleporter noch nicht benutzen, deswegen macht ihr jetzt folgendes. Ihr geht hier oben an die Treppe, guckt auf diesen Hasen und startet somit das Bunny Easter Egg. Schießt jetzt einfach immer wieder den Hasen ab und ihr werdet irgendwann zurück teleportiert. Das Ganze musstet ihr jetzt machen, um wieder den Teleporter nutzen zu können. Denkt dran, dass ihr jetzt keine Sprungplattform mehr benutzt, weil ansonsten der God Mode Glitch wieder weg ist. Was ihr auch nicht machen dürft, ist eure Waffe anzugucken, weil ihr sonst euren Stick nicht mehr bewegen könnt. Falls ihr Probleme haben solltet, den God Mode Glitch zu aktivieren, ist es ganz wichtig, dass ihr in den Einstellungen das Interagieren auf Tippen gestellt habt. Solltet ihr nämlich das noch auf Halten stehen haben, dann kann es nicht funktionieren. Für den nächsten Schritt rüstet ihr euch jetzt erstmal komplett aus. Das bedeutet, ihr nehmt die Gallo-Schrotflinte und puncht sie auf Level 3. Zudem ist es wichtig, dass ihr auf die Gallo-Schrotflinte die Munition Modifikation mit dem Feuer drauf macht. Ihr könnt auch das mit dem Strom benutzen, nur ist das nicht so effektiv und dauert länger. Und als sekundäre Waffe nehmt ihr die Rake Wunderwaffe mit, die ihr ebenfalls auf Level 3 puncht. Kauft euch dazu noch alle Perks und kommt dann hier in das Waffenlabor. Stellt euch hier an die Tür, dreht euch rum und guckt hier in das Regal. Wenn ihr euch jetzt richtig positioniert habt, dann nehmt ihr einfach jetzt euren Controller in die Hand, nehmt ein Stück Klebeband und klebt einfach eure Taste zum Schießen fest. Das könnt ihr wie gesagt machen, wie ihr wollt. Ihr könnt Klebeband nehmen, Gummiband oder Panzertape. Achtet nur darauf, dass die Taste die ganze Zeit gedrückt bleibt. Macht das aber am besten erst, nachdem ihr über Runde 50 gekommen seid, weil ihr dann immer wieder neue Munition bekommt. Das bedeutet, solltet ihr die Rake leer schießen, dann die Schrotflinte leer schießen und dann wieder zur Rake wechseln, dann habt ihr wieder volle Munition, obwohl ihr keine maximale Munition aufgesammelt habt. Somit könnt ihr einfach irgendwas anderes machen, euren Controller auf dem Tisch liegen lassen und ihr levelt automatisch hoch. Was auch mal sein kann, ist, dass ihr ein bisschen weggeschoben werdet von den Zombies und dann irgendwann an der rechten Seite von der Tür steht. Das ist aber nicht schlimm, denn ihr könnt die Zombies immer noch treffen. Sollte es mal hart auf hart kommen und ihr gar keine Munition mehr haben, dann macht ihr trotzdem einfach gar nichts. Ihr könnt ruhig euren Controller liegen lassen, denn irgendwann wird es so sein, dass ein Zombie down geht und dann Munition droppen lässt. Ich habe euch das im Video hier mal drin gelassen, damit ihr das Ganze seht, wie das funktioniert. Gut Leute, das war's von mir. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video und der Glitch haben euch gefallen. Wenn ja, wäre es natürlich stabil, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar schreibt, wie ihr das Ganze findet, meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Tretet meinen Discord-Server bei, um dort nette Leute kennenzulernen, mit denen ihr vielleicht die ein oder andere Runde mal spielen könnt, falls ihr keine Kollegen gerade am Start habt. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wisst ihr Bescheid, zockt nicht so viel, haut rein. Ciao.